Hey! Und weiter geht's auch mit Paper Mario. Und diesmal ist Katharsis nicht dabei. Wie gesagt, ich habe ihn rausgeschmissen. Würdest du dich jetzt vorstellen? Ja. Wer bist du? Was? Wer du bist? Der im letzten Part auch schon da war. Du musst mitspielen. Ich habe gesagt, du bist nicht mehr dabei. Ich bin Gott. Dankeschön. Besser? Ja. Gott ist dabei. Kami-sama. Jedenfalls. Ich habe diese Musik jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange gehört jetzt wieder. Das sind wahrscheinlich schon jetzt um die 20 Minuten gewesen, die ich jetzt die Musik die ganze Zeit nur höre. Nicht, dass es schlecht ist, aber irgendwann so... Falls man versteht, was ich damit meine. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Irgendwann ist es noch mehr. Ja. Wie gesagt, die Musik an sich ist nicht schlecht. Paper Mario hat eine wunderschöne Musik. Hat einen wunderschönen Soundtrack. Und die Statue kann sich bewegen. Einfach mal so. Das hast du wahrscheinlich im Kopf gehabt. Was du ja im letzten Part angesprochen hast. Wahrscheinlich. Und mit dir kann man wirklich nichts machen mit dieser Blume? Nee. Oh. Neue Musik. Nee, gar nicht. Nicht neu. Alt-neu. Alt-neu. Alt-neu, ja. Ich mag die Glockenblumen. Aber das war's dann auch. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Du sagtest, ich soll mal bei den Sperrgeist versuchen mit dem Wasserblocker, ne? Genau. Okay, dann versuchen wir es mal. Wasserblock. Drücke A, wenn bla aufleuchtet. Das heißt, jetzt, jetzt und jetzt. Wieso habe ich das beim ersten Mal vermasselt? Weil du schlecht bist. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Aber das ist ja auch nichts Neues. Oder? Ist das überhaupt was? Ich denke, neu ist es nicht, nee, das kennen wir schon. Ja. Irgendwie schon traurig, muss ich ja sagen. Warte, was mach ich? Was sagst du? Soll ich einen Superbeben auf alle machen oder soll ich einen sofort töten? Hau einen von den Viechern hinten weg, die gelben. Okay. Die Fuzzies. Tropenfuzzies, wenn ich bitten darf. Das ist ja eine Subart. Fuzzy. Ja, aber das ist ein Tropenfuzzy. Das ist kein normaler Fuzzy. Der ist nur in den Tropen anzufinden. Nirgendwo anders. Von daher... Das ist so, als würdest du ein... Nee, der macht mir immer noch 2 Schaden. Na, ja, fast. Aber wie sagt man so schön, knapp daneben ist auch vorbei. Naja. Ja, aber ehrlich, ich hab ein Standbild. Du hast ein Standbild? Ja, ich hab ein Standbild. Also wenn ich dem... Jetzt tut sich wieder was. Ja, wenn ich dem Thumbnail glauben darf, wie das übertragen wird, dann... Es ist schon eine Dia-Show. Es ist eine wunderschöne Dia-Show. Oh, verdammt. Ich habe jetzt mal versucht, am Thumbnail ein bisschen quasi zu spielen. Also, indem ich jetzt auf das Thumbnail schaue, oder das, was hier übertragen wird, und von dort an halt versucht zu timen, was aber nicht so gut ist, wie mir aufgefallen ist. Wie man wahrscheinlich gemerkt hat. Da ich nur einmal getroffen habe. Verdammt. Ich kann nicht so schnell drücken. Und ich kann nicht richtig timen. Eines Tages werde ich das schaffen. Eines Tages. Und dann... Eines fernen Tages. Oh, ich bin... Wow! Ich hab's nicht gesehen, was auch immer das war. Wow. Einfach nur wow. Oh Mann. Ganz kurz. Statt, also bei Sushi muss man ja nach hinten drücken, ne? Bis man nach links. Muss ja gedrückt halten und dann halt loslassen. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund habe ich nach links gedrückt und dann habe ich einfach nur A gedrückt. Ich weiß nicht wieso. Was dann halt daran resultiert, dass die Attacke nicht komplett war. Und nur 2 abzog statt 4. Aber... Alles geplant. Ja, natürlich war es geplant. Ich meine, ich mache doch nichts hier unabsichtlich. Wo wäre ich denn? Okay. Ich hoffe. Jedenfalls. Der Shy Guy ist tot. Schöne Szenerie. Ich muss wirklich aber sagen, mir gefällt wirklich die Darstellung von dem Spiel.
Ist ja was Neues, ne? Ja. Naja, okay, eigentlich nicht so neu, weil das Spiel ist jetzt von 2001. Also so neu ist es ja, auch. Ja, aber es ist im Vergleich zu dem, was damals war und auch was heute noch ist, eigentlich schon ganz relativ neu. Ja. Oder außergewöhnlich, wenn ich so. Das stimmt allerdings. So, Bombett. Explodier. Bitte. Bitte. Okay. Dann halt nicht. Nehmen wir mal. Wir müssen hier wahrscheinlich Sushi haben. Von daher dann. Sushi! Das gibt Essen. Oh ja. Ich mag Sushi. Habe ich zwar nur ein- oder zweimal gegessen, aber es war lecker. Es war sowas von lecker. Ich wünsche, ich kann. Was machst du überhaupt da? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's gefunden. Lass mich erstmal schauen. Das ist eigentlich ganz nett. Ach, ich verstehe schon. Okay, ich hab verstanden. So. Dann machen wir mal sofort die anderen. Geht das überhaupt sofort oder? Ja. Okay. Müsste. Ja, ich sehe es ja auch gleich. Wobei. Nee, nicht ganz. Okay, warte mal. Den kann ich verschieben, oder? Ja, den muss ich schieben können. Weil jetzt wird da links. Und. Hä? Warte mal, ich bin verwirrt. Da ist nur noch ein Platz frei. Hä? Hey, da ist nur noch ein Dingeskirchen frei. Das ergibt gar keinen Sinn. Und das war sehr schön. Aber ich kann nicht. Kann ich da, aber. Ne, geht nicht. Okay. Dann wahrscheinlich einen wegschieben. Ach nee, warte. Ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen. Kommt später. Noch nicht? Noch nicht. Wie gesagt, kommt später. Sicher? Ja. Ich denke schon. Ich denke, ich bin mir sicher. Du denkst? Ja. Manchmal, aber auch wirklich manchmal, kann das funktionieren. Muss nicht unbedingt, aber es kann funktionieren. Und darauf bin ich sehr stolz, dass es diese Möglichkeit schon mal gibt. Denn das bedeutet, ich kann ein bisschen Hoffnung haben. Und wie wir alle wissen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt immer. Und bei manchen Sachen relativ früh. Ja. Und jetzt mal schauen, kann ich hier wieder irgendwas. Nee, okay. Warte mal, kann ich hier irgendwie. Ah, ich kann mich dranhängen. Sag mir das keiner. Also ehrlich. Wir sollten. Ja, langweilig, wenn man die alle vorsagt. Ja, stimmt auch wieder. Aber dafür sollten wir den Typen da. Na, wie heißt der Typ nochmal? Der eine Typ da. Du weißt schon, wen ich meine. Der Typi da. Weißt du, wen ich meine? Don. Nein, nicht der Don. Der andere Typi. Ah, hier gibt es einen Sternsplitter. Das freut mich. Aber wo gibt's ihn? Wo ist er? Ja, wo. Ah, da ist er. Oh. Du darfst. Okay. Wer ist das jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so eine Vermutung, wer das sein könnte. Dann. Warte. Ich überlege gerade, weil so lange ist es ja nicht her in mir. In dir? Hm? Ich habe jetzt verstanden, so lange ist es noch nicht her in mir. Nee, so lange ist es noch nicht her mit dem Spiel. Ach so. Ja, okay, das ergibt schon irgendwie mehr Sinn. Aber auch nur irgendwie. Gott, war das schrecklich. So ein bisschen, aber. Ich mag keine Piranha-Pflanzen, um ehrlich zu sein. Die tun mir sehr weh. Du musst nur an dich draufhauen. Ja, aber du kannst trotzdem. Nimm Bombett und jag sie einfach alle hoch. Ich hab schon Ladybau. Ladybau ist cooler. Ist viel tolliger. Ach, Kamek. Oder Magic Cooper? Wie bist du hier genannt? Bist du ein Kamek? Bist du ein Magic Cooper?
Du bist ein Wekamek. Also ein... Ich hab keine Ahnung. Ich wollte irgendwas sagen. Ein wildes Kamek ist erschienen. Ein wildes Kamek? Ja, das könnte sogar gewesen sein. Ich habe zwar meinen Zweifel, dass ich das sagen wollte, aber doch, das war's. Das war's. Definitiv. Auch wenn ich Zweifel habe, dass ich das sagen wollte, aber ich wollte es sagen. Oh, verdammt, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Und tschüss. Nee, oder? Dich gekannt zu haben. Nein, ich bin nicht tot. Aha! Du bist ja vergiftet. Ja, und? Ich bin nicht tot. Und das ist alles, was zählt. Denn ich kann erst... Nein, nicht aufladen. Ich möchte scannen. Und zwar möchte ich den Wekamek scannen. Das ist ein weißer Kamek. Den wilden Kamek. Den wilden Kamek. Tut mir leid. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Weiße Robe. Was? Wie hält er die nur sauber? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt mit irgendeinem Weißspüler? Nein, nicht Spüler. Weißpulver. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach irgendwie die Wäsche und sie ist sauber. Mir interessiert mich nicht, um ehrlich zu sein. Warum sagt das funktioniert? Das? Ja. Ja, ich meine, wieso sollte ich darauf aufpassen? Okay, weiße Wäsche kommt nicht mit Buntwäsche, auch nicht mit Schwarzwäsche. Blau kommt nicht mit Rot, denn das könnt ihr alles abfärben jeweils und... Ich habe keine Ahnung. So denkt man zwar nicht, keiner denkt wahrscheinlich so, aber wieso sollte ich mir um sowas Gedanken machen? Das Einzige, wo ich mir Gedanken mache, ist, das eine ist Baumwolle, das andere ist Polyester zum Beispiel. Da weiß ich, okay, das sollte man nicht gleich waschen, weil das ist nicht das gleiche Material, aber wenn es gleich Farbe ist, ist mir das egal. Oder wenn es andere Farbe ist. Ich weiß auch nicht, wie ich unbedingt auf Polyester kann. Irgendwann hast du dann mal pinke Klamotten oder rosa Klamotten. Das ist doch egal. Da kann ich weiß nicht, kann ich bestimmt als irgendjemanden cosplayen oder so. Ich weiß nicht. Welcher fällt dir bestimmt ein? Welcher Charakter trägt pink? Oder rosa? Oder ich hab rot? Keine Ahnung. Oder rosa-rot? Rosa-rot gibt's einen Panther. Als den könnte ich dann rumlaufen. Ja. Rosa-roter Panther. Da musste ich aber noch ein bisschen mehr ins Zeugling für. Ja, da muss ich wahrscheinlich wieder abnehmen. Ich bin zu fett für den. Und das muss was heißen, ich bin eigentlich voll nicht fett. Ja, ich meine, falls du den Panther noch. Panther Paul heißt der, ne? Ist der Paul? Ja. Ja. Oh, ja. Falls du den noch so ein bisschen im Kopf hast, der ist mager, der ist dürr, das ist Zollstock. Zollstock ist. Ja, ist er doch eigentlich auch. Der ist dünn und der ist lang. Zollstock. Okay, Zollstock ist kann fett sein, wenn es noch eingeklappt ist alles, ne? Dann okay, ja, lieber Lob. Aber ich sollte denken. Fett und klein. Ja. Ja, fett und klein, da kenne ich auch einige Personen von. Aber egal. Das tut nichts zur Sache. Richtig. Deswegen würde ich sagen, dass der weiße Koopa oder wilde Koopa oder weiß ich nicht was für ein Koopa maximal nur 11 HP hat, eine Angriffskraft von 3 und 0 Verteidigung. Stimmst du mir dazu? Oder hast du da irgendwelche Einsprüche? Ja. Nee. Okay. Er ist ein Heiler. Er wird dann noch blau. Er wird blau? Er wird blau, sage ich jetzt einfach. Aber wieso sollte er Alkohol trinken? Deswegen wird er blau. Ja, aber das ist ein Spiel für kleine Kinder. Die, also Nintendo würde nie auf die Idee kommen, kleinen Kindern was Falsches beizubringen, oder doch? Nintendo kommt schon auf ganz andere Ideen. Jetzt bin ich ganz so. Nee. Doch. Erzähl mal. Sie hört hier nicht ein. Erzähl mal. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, ja. Nee, ich meine, guck dir doch manche Sachen von Nintendo einfach mal an. Manche Storys sind echt hart an der Grenze, sagen wir mal so. Jetzt ganz ehrlich, mir fällt spontan kein Beispiel ein. Also... Was zum Beispiel jetzt? Jetzt ernsthaft, jetzt. Jetzt. Ah, ich komm grad nicht drauf. Also ein Spiel gab's mindestens, kenn ich nämlich selbst. Ah. Du kennst ein Spiel. Oh. Das... Ja, stell dir vor, ich kenn ein Spiel. Du kennst ein Spiel. Ach, du Heiliger. Also okay, du bist kein Heiliger, okay, aber... Nein, ich bin Gott. Ich brauch kein Heiliger sein, wenn ich Gott sein kann.
Sag ich ja. Ich sag dir, du bist kein Heiliger. Weil ich sagte ja gerade eben, ach du Heiliger, aber du bist kein Heiliger. Deswegen ist es eigentlich eine Dingskirchen-Sache, was ich sagen wollte. Ich habe wieder vergessen, was ich sagen wollte eigentlich, weil ich nicht so schnell nachdenken kann. Wie gesagt, manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Was Neues? Bitte? Ob das was Neues ist? Dass ich manchmal nachdenken kann, manchmal nicht, oder dass ich nicht hinterherkomme mit dem Nachdenken? Dass du in der Regel überhaupt nachdenken kannst. Dass ich in der Regel manchmal denken kann, ist neu, weil... Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Aber, was heißt gelesen? Ich meine gesehen. Vor kurzem kam eine Dokumentation über mich. Eine, wie ich im natürlichen Lebensraum lebe, Dokumentation. Über mich. Und die haben da, feststellen können, ich kann denken! Das muss ich mir vorstellen. Die haben mir etwas bewiesen, was ich dachte, für mich unmöglich zu sein scheint. Und dass du denken kannst. Dass ich denken kann, ja. Weil ich habe halt immer gedacht so, nee, das geht nicht. Ich kann doch nicht denken. Und die haben mir gesagt, ich kann denken. Und dann dachte ich mir, ich kann denken. Ich habe gedacht, dass ich denken kann. Wow! Und so welch ein Wunder. Ja, so ergeht es mir täglich. Ich wach auf, wenn ich mal schlafen gehe und denke mir, ich kann denken. Wow! Das immer wieder. Okay. Ich kann mir das gerade nicht mal vorstellen. Wie du morgens aus dem Bett springst und erstmal den ersten Ausruf, ich kann denken! Ja! Dabei noch schön in den Spiegel schauen und dann die Faust erheben und dann einfach nur. Das rennt der Spiegelbild von dir weg. Nee. Das hat's einmal versucht, aber hat's nicht geschafft. Ich hab's dann eingefangen. Deswegen, es ist jetzt quasi im Spiegel selbst gefangen. Es kann nicht mehr abhauen. Es kann nur noch abhauen, wenn ich selber abhaue. Und selbst dann ist es manchmal nicht so ganz möglich. Manchmal ist das mehr so... Wie soll ich das erklären? Es versucht, den Arm zu bewegen, zum Beispiel. Du siehst, dass es versucht. Aber es kann es nicht. Weil ich meinen Arm nicht bewege. Es ist quasi wirklich an meinen Körper mittlerweile gebunden. Ob es es möchte oder nicht. Also, eigentlich möchte es nicht. Ja? Tut es das? Ich habe keine Ahnung, was. Nein. Was auch lustig ist übrigens, wenn wir schon beim Thema Spiegelbild sind. Es hat versucht mal, mich mit einer Schere zu erstechen. Wirklich. Es wollte aus dem Spiegel rauskommen, mit einer Schere in der Hand. Ich habe mich gewundert, woher es die Schere hatte. Ich meine, ich hatte selber eine Schere in der Hand, aber ich hatte sie nicht offen. Und das hat mich irritiert, weil mein Spiegel hatte eine offene Schere, ich nicht. Und dachte mir so, cool. Aber. Ja, es kam raus, ich habe die Tür zugemacht und dann konnte es nicht mehr rauskommen. Die Tür vom Spiegel. Die Tür vom Spiegel. Hast du keine Spiegeltür? Oder Türspiegel? Oder wie auch immer man das dann nennt? Hast du keine Tür, die zum Spiegel führt? Also nee, um den Spiegel zuzumachen halt quasi? Ja, wozu brauche ich das? Ich kann in den Spiegel rein und rausgehen, weil ich das will. Ja, aber du gehst doch auch nicht einfach irgendwo fremd rein. Nur weil die Tür offen ist. Also normale Leute oder normale Lebewesen, manche sind ja zum Beispiel Steine, Thermoskannen, wie ich zum Beispiel. Ich empfinde mich ja selber als Thermoskanne zum Beispiel, was ich jetzt doppelt gemoppelt erzählt habe. Aber es gibt ja auch Leute, die sehen zum Beispiel als Stofftier an oder als Planet. Und diese klopfen zum Beispiel normalerweise an, bevor sie halt direkt einfach mal reinstürmen. Und dafür habe ich eine Tür eingebaut. Naja, aber du musst mir das so sehen. Ich bin immer und überall. Das stimmt nicht. Also ich brauche nicht irgendwo reingehen, weil ich überall bin. Du bist gerade nicht in meinen Schuhen. Woher musst du das wissen? Weil du dann nicht mit mir reden würdest, weil du dann tot wärst. Definitiv. Ich kann ja auch übers Wasser schweben. Ja, okay. In meinem Geist. Das ist aber jetzt, meh. Ich meine, selbst Jesus konnte das. Und nee. Das ist... Das war der Geist Gottes, der übers Wasser geschwebt ist. Mäh. Kommt aufs Gleiche hinaus. Jesus ist der Geist Gottes. Jetzt wissen wir es. Ja. Ja, okay. Streng genommen ist es der Sohn Gottes, auch wenn Gott keinen Sohn hatte. Noch nicht. Oder? Noch nicht, würde ich sagen. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Eines Tages vielleicht. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sollten wir mal weiterspielen. Wir haben jetzt 20 Minuten aufgenommen, haben vielleicht 2 oder 3 Minuten gespielt und die Rest ist Leute scheiße gelabert.
man muss ja auch zwischendurch mal philosophisch sein, ne? Ich meine, ich würde mich zwar selbst nicht als... Was können wir? Eigentlich nicht. Aber ich versuche ja, irgendwie... Also wir müssen uns ganz einsehen, wir können es immer, aber wir können es eh nicht. Aber ich versuche manchmal... Wir sind etwas zu schlecht dafür. Lass mich doch etwas einbilden. Ich meine, man sagt ja so schön, Einbildung ist auch eine Bildung und ich habe sonst keine. Ja, aber guck mal. Man muss sich doch irgendwo davon erlösen. Ja, aber ich kann mir auch einfach mal meine Faust in ein, weiß nicht, reinstecken und dann würde ich auch vielleicht erlöst werden. Wer weiß. Wer weiß. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Vielleicht. Vielleicht weiß ich nichts. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Aber ich weiß auch nichts. Und selbst da bin ich mir unsicher, um ehrlich zu sein. Naja. Ja, dass du nichts weißt, das ist ja nicht... Das kennen wir alle schon seit langer, langer Zeit. Ja, seit Anbeginn der Zeit halt. Schon die ersten Urahnen von uns wussten, dass wenn du irgendwann auf die Welt kommst, du der größte Vollidiot bist, der ohnehin nichts weiß. Genau. Genau, das ist die richtige Einstellung. Mit dieser Einstellung möchte ich, mit dieser Einstellung möchte ich begegnet werden. Wenn ich auf der Straße gesehen werde, dann soll genau diese Einstellung, die du gerade gesagt hast, dass ich der größte Vollidiot bin, diese Einstellung soll mir entgegengetreten werden. Am besten wirklich wortwörtlich entgegentreten. Ich wollte gerade sagen, am besten noch reinschlagen, damit man dir das auch ordentlich zeigt. Nein, schlagen nicht. Schlagen ist ja gewaltvoll. Treten ist in Ordnung. Aber schlagen nicht. Also Leute, ihr habt hier gerade eben den Aufruf von Herrn Bravo gehört, dass sie ihn einfach mal in die Fresse treten sollt, wenn ihr ihm begegnet. Ja, aber ich wünsche dabei viel Spaß und macht ein Video von mir, weil alle sehen, was ihr hier macht. Ja, dann würde ich schon darum bitten. Selbst wenn ich da auf dem Boden liegen würde, würde ich bitten, noch darum ein Video zu drehen. Aber. Der Clou an der Sache ist, mit Ausnahme von 3 Leuten weiß keiner, wie ich aussehe. Denke ich. Wer weiß es denn? Sebi weiß davon. Der Ex meiner Schwester weiß davon. Logischerweise. Dass er mich schon mal gesehen hat. Aber der hat auch zum Teil ein paar Videos von mir angeschaut. Und jemanden, dessen Nick ich gerade vergessen habe. Aber ich habe ihn auch ein Autogramm. Du vergisst, dass ich auch weiß, wie du aussiehst. Woher? Von damals noch. So sehr verändert sich ein Mensch halt von wenigen Jahren nicht in unserem Alter. Doch. Doch. Damals hatte ich zum Beispiel kein vernarbtes Gesicht, das aussieht, als hätte ich eine Bombe in mir drin, die explodiert ist und dann solch ganz viele kleine Hügelchen. Und ein Auge ist auch zu mittlerweile. Das andere ist vollkommen durchgeschnitten. In der Hälfte drin. Macht Sinn. Ich weiß, dass es Sinn ergibt. Jedenfalls. Nee, ich weiß trotzdem, wie du aussiehst. Verdammt. Jedenfalls ja. Ich habe wirklich gerade den Nick vergessen. Und ich würde ungern seinen Namen nennen. Aber ich könnte ihn jetzt auf Skype anschreiben. Ich habe ihn in Skype. Wobei. Nee, mach mal weiter, sonst kommen wir so gar nicht mehr. Die halbe Stunde schon wieder fast rum. Ja. Er ist ein Heiler. Er kann pro Runde einen seiner Kumpel um 5 KP heilen. Oder er heilt die gesamte Truppe um jeweils 3 KP. Du solltest diesen Kerl ganz schnell platt machen. Okay. So. So, dann machen wir mal jetzt die Erfrischung. Oder nein, warte mal. Wie viel HP haben die? Die haben... Zu viele auf jeden Fall. Hey, ich könnte somit... Wenn ich sie kurzfristig um 3 senke und die ziehen mir 3 ab, dann ziehen sie mir nichts ab, oder? Ja. Oder haben die dann wenigstens quasi den einen Punkt? Nee. Okay. Das müsste eigentlich die 0 sein. Okay, dann mache ich das mal. Bei 3 minus 3 ist immer noch 0 und nicht 1. Ja, aber es kann ja sein, dass sie das trotzdem halt so runtersenken, also dass quasi 1 trotzdem immer üblich bleibt halt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, ich weiß nicht, also dürfte eigentlich nicht. Okay. Ach, jetzt okay, das ging jetzt daneben. Aber das ging auch daneben. Okay, das hat 0 abgezogen. Oh, okay, du greifst auch mal an. Okay, es hat 0 abgezogen. So, Gefahr.
Die... Wobei, warte mal, ich muss mich jetzt heilen. Ich muss so oder so. Ob ich es möchte oder nicht. Aber dann mache ich doch mal was... Ich würde schon fast sagen Intelligentes. Aber nur fast würde ich das sagen. Weißt du, was kannst du? Ja, wie gesagt, fast. Dann einmal heilen, einmal schädigen. Das ist doch super. Aber ich bin trotzdem tot. Weil die werden jetzt... Nee, ich bin tot. Weil die werden jetzt... Gedingskirchend, oder? So, den weißen Kami kann ich wenigstens umbringen. So. So fände ich jetzt... Ja, habe ich nicht zum Glück. Aber ich hätte das daneben machen können. Ja, okay. Kurzfristig ist dann also keine... Also ist nicht nur eine Runde, okay. Aber dass du mich vergiftest, ist nicht so schön, um ehrlich zu sein. Ist immer noch oder so dein Beben noch weit. Ich denke mal, der Beben zieht doch nicht 5 ab, oder? Nee, aber 4. Ja. 2 würden mich töten. Dann mach einfach die letzte Sternkraft weg. Für den Sternsturm, oder diese Titanet. Ach stimmt, der zieht 7 ab. PK Starstorm! Hast du schon mal Mother gespielt? Nein. Solltest du. Ich meine, ich habe bis jetzt nur zwar den ersten Teil gespielt, aber ist ein sehr schönes Spiel. Mit einer sehr schönen Musik. Und definitiv spielenswert, würde ich sagen. So, das hat jetzt versetzliche Sternenergie gekostet, aber scheiße. Ja, so viel Münzen habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wie viel Geld habe ich jetzt? 270. Hey, 270 durch 10 sind 27. Und 27 ist die Kubikwurzel von 19.863. Müsste es sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was hältst du davon? Lebst du noch? Ach, du hast getrunken. Ja, ich lebe noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. Und wie komme ich da jetzt weiter? Du solltest aufhören zu sehen. Du musst da in den Baum rein. Ja, aber ich will hier weiter. Kann ich nicht? Ja, du musst trotzdem erst in den Baum rein. Aber ich will speichern. Und ich bette... Wenn es hier keinen Speicherpunkt gibt, dankeschön, dass es hier einen Speicherpunkt. Dann aber erstmal mit dieser Pflanze reden, weil die toll ist. Ich mag sie. Die ist mir sehr sympathisch irgendwie. Ich meine, schau dir mal an. Schau dir mal an. Nein. Also, so weit würde ich diese Beziehung jetzt auch nicht treiben lassen. Bist du sicher? Ja. Ich bin nicht dendrophil. Wirklich sicher? Ja. Als ich das letzte Mal in meine Scheren reinschaute, war ich nicht dendrophil. Deswegen denke ich, dass ich es immer noch nicht bin. Aber okay, das letzte Mal ist auch schon vielleicht 5 Jahre her. Also vielleicht bin ich viel Zeit vergangen. Ja, vielleicht bin ich in dieser Zeit ja dendrophil geworden. Aber ich habe da trotzdem meine Zweifel und ich spreche einfach nochmal ein drittes Mal, weil ich das mag. Weil du es kannst. Ja. Weil du es kannst. Das ist doch schön. Weil Baum. Nein, weil Blume. Weil Leuchtblume. Aber ich mag die Musik hier. Kann ich eigentlich den Bambus hier schlagen oder wird mir das verwehrt irgendwie? Ich weiß nicht. Ja, okay, das wird mir verwehrt. Also, wird mir quasi verwehrt. Ich kann ihn an sich schlagen, aber da gibt nichts. Und der schüttelt sich nicht. Minimal, nicht mal. Nichts. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Ich weiß nicht, ob du das da sehen kannst, also je nachdem, ob du es im Vollbild hast oder nicht. Aber das sieht aus, als würde die quasi schon so ein bisschen lächeln, die Blume. Also halt die, sehr das... Sehr schwer zu sehen auf dem Bild, wie ich es habe. Also, die roten Spitze halt so, ist das Gesicht. Und, ja, das ist ja quasi, also ich stelle mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Stern halt. Und eine dieser Spitzen geht halt quasi die Wange entlang, als würde sie halt lächeln. Verstehst du, was ich meine? So von der Seite. Ja. Ja. So sieht das für mich aus. Ist das nicht schön? Sie freut sich, mich zu sehen. Auch wenn das nicht so richtig war, aber ist mir egal. Und ich würde mal sagen, wir beenden. Wir beenden mal die Folge hier. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört, genau. Irgendwann mal. Dann würde ich. In vielen Jahrhunderten, wir sind bloß in unserer Zeit voraus.
weiß nicht, ob ich wirklich so weit der. Also, ob ich da wirklich so weit voraus sein möchte. 100 Jahre. Ich meine, 100 Jahre! Ist doch schön. Ja, aber das sind. Das allen Menschen überlegen. Das wären 365.000 Tage. Weißt du, wie viel das sind? Okay, nee, ich kann das jetzt nicht schnell. Nee, wie viele Tage wären das? 365.000. Nee. 100 Jahre doch. Okay, ich rechne jetzt nicht mit den Schaltjahren. 36.500. Warte mal. Ah doch, stimmt, du hast recht. Klar, habe ich recht, ich habe immer recht. Naja, das stimmt nicht. Das stimmt. Wir haben ja schon festgestellt, dass ich Gott bin. Ja, aber selbst Gott kann sich irren. Und du hast es gerade bewiesen. Nein, nicht wirklich. Wo denn? Dass du sagtest, dass du immer recht hast, was nicht stimmt. Jetzt sagst du. Du, der sich darüber freut, wenn er morgens aufwacht und damit die Gegend brüllen kann, dass er denken kann. Ja, natürlich. Aber du musst es auch mal aus meiner Position sehen. Ich dachte mein Leben lang, ich kann nicht denken. Das war quasi in meinem. Ja, ich. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Also, es tut mir leid, wenn das jetzt beleidigend für all diejenigen ist, die ein Gehirn haben. Aber ich dachte, in das, was man Gehirn nennen könnte, also was bei mir zumindest an der Stelle eines Gehirns ist, dass ich nicht denken kann. Und ja, als mir dann gesagt worden ist, ich kann denken, dachte ich mir nur so, wow. Denken. Und sonst ja, aber guck mal, du musst es mal so sehen. Wenn du morgens durchs Haus rennst oder durch die Wohnung oder was auch immer du hast, oder durch den Pappkarton, ich weiß es nicht. Villa. Mit dem Internet würde ich auf Pappkarton treten. Na, eigentlich habe ich eine Riesenvilla. Kennst du nicht Villa Hügel? Wenn du dann da durch die Gegend rennst und immer rumbrüllst, dass du denken kannst, du musst bitte mal überlegen, wie sich die ganzen Nachbarn und Passanten dabei fühlen. Ach, die sind mir egal. Und was die dabei denken. Das ist mir egal. Es sollte dir aber nicht egal sein, weil du viel zu sehr Aufmerksamkeit erregst. Und vor allem jetzt, wo alle sowieso wissen, dass du das machst, hast du vielleicht irgendwo einen unerwarteten Besuch vor deiner Haustür. Naja, aber die Tatsache, dass ich hier, dass ich ja schon Let's Plays mache, heißt ja eigentlich, dass ich da schon so ein bisschen Aufmerksamkeit haben möchte. Möchtest du? Vielleicht. Ich meine, warum macht man sonst sowas? Weil man Freude daran hat oder Langeweile? Ich habe da sowohl als auch. Aber trotzdem will man ja trotzdem so ein bisschen. Man möchte ja gesehen werden. Man möchte ja Aufmerksamkeit von den Zuschauern haben. Denk mal drüber nach. Ich brauche nicht denken. Denken ist überbewertet. Da stimme ich sogar zu. Denn man sollte immer instinktiv handeln, als hätte man keinen Verstand. Ja, das ist das, was uns sowieso fehlt. Dir noch mehr als mir wahrscheinlich. Instinkte oder Verstand? Wobei. Hm? Instinkte oder Verstand? Der Verstand. Ja, doch. Okay. Nur weil du denken kannst, hast du allein keinen Verstand. Das stimmt. Aber ich habe ein Bewusstsein. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Wer weiß? Ja, wer weiß, ob wir alle wirklich ein Bewusstsein haben? Ich weiß es. Denn ich werde nicht kontrolliert. Kann ja auch sein, dass wir alle gesteuert werden und eigentlich gar keine Entscheidungsfreiheit haben, sondern irgendjemand von oben über uns entscheidet, was wir machen und wann wir es machen und wie wir es machen. Da habe ich sogar ganz große Einsprüche. Verdammt, ich kann nicht. So, ich würde sagen, wir beenden den Podcast trotzdem. Wir haben jetzt wirklich 5 Minuten gespielt und eine halbe Stunde gelabert. Ja, aber muss man ja auch mal zwischendurch, ne? Man muss auch mal sein, ja. Ja. Ein bisschen sich ausquatschen. Und wer weiß. Über Gott und die Welt, also über mich und die Welt. Genau. Dann würde ich sagen, dass das ja erstmal wieder für heute. Nein, nicht für heute. Es kommt ja noch zur Folge. Es kommt ja zur Folge. Ja, doch. Ich entscheide sowas eigentlich nicht spontan. Wenn ich sowas sage, ich entscheide sowas immer spontan. Das ist meistens schon den Tag über geplant so. Okay, ich mach das so. Und dann sage ich einfach spontan, so sage ich quasi, ich würde das spontan entscheiden, dass ich es noch mache. Was eigentlich fast nie stimmt. Ich weiß nicht wieso.
einfach vielleicht so, hey, der Typ ist voll, oh. Das ist schon so lang geeilt, dass, ich bin zu dumm, um, da. Wo war ich? Wo war du? Kontext. Dein Gedächtnis. Ja, mein Gedächtnis ist super, ich weiß. Egal. Das war Paper Mario für jetzt. Es kommen noch zwei weitere Folgen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hast du noch zu sagen? Kürbis! Dankeschön. Tschüss! Gerne. Tschüss.